Mein Thema heute ist Learnings vom 2020er Jahr fürs 2021. Als ich in dieses Jahr hineinkam, also jetzt vor einem Jahr, beschäftigte mich wirklich eine Frage sehr intensiv, nämlich: Wie schafft es das Evangelium, dieser materialistisch und hochtechnisierten Gesellschaft, diesen Menschen, nochmal nahe zu kommen? Und ich hatte keine Antwort darauf. Als dann der erste Corona-Lockdown kam, traute ich meinen Augen nicht, dass dieser kleine Winzling, dieser Virus, eine organische Struktur, die sich Wirtezellen bedient, um sich zu vermehren, dass dieser Winzling die ganze Welt auf den Kopf stellt. Nicht ein Krieg, nicht moderne Waffen. Und ich habe begonnen zu beten: Lieber Gott, wenn es das ist, womit du uns wachrütteln kannst, dann bitte tu es gründlich. Ja, es war ein Jahr, das uns wachgerüttelt hat. Fachleute sagen ja, wir verändern uns nicht, es sei denn, es entsteht ein Bewusstsein der Dringlichkeit. Corona hat diese Dringlichkeit bewirkt. Global wurden Schulen geschlossen, Geschäfte gingen zu, Grenzen wurden zugemacht, die Flieger weltweit sind am Boden geblieben und uns hat die Angst der Isolation sehr beschäftigt. Die demokratischen Freiheiten wurden eingeschränkt. Wir müssen einen Mund-Nase-Schutz oder Korb tragen. Manche schimpfen über die Politiker, beschweren sich über die Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlungen und Restriktionen. Wir befinden uns in einer Art Schüttelbecher. Und auf die andere Seite haben wir die Nase voll von digital. Zoom-Meetings, Home-Office, Distance-Learning, Livestream-Gottesdienste. Ich kann euch sagen, letzten Sonntag, wo wir hier wieder mal einen analogen hatten, ich habe nur durchgeweint. Das geschieht bei mir nicht so häufig. Wegen euch, wegen uns. Und wegen Gottes Gegenwart. Was wir auch merken ist, dass die Preise steigen und manche haben Sorgen um ihr Einkommen, Existenzängste. Und wenn wir uns dann fragen, lieber Jesus, was sagst du uns in diese Situation hinein? Dann lese ich uns jetzt etwas Schockierendes. Er sagt, ich lese aus Matthäus 6, 34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ist das nicht verrückt? Ignoriert Jesus die Härten des Lebens? Nein, wer genau hinhört, merkt, genau das Gegenteil ist wahr. Diese Aussage Jesu ist ein Türöffner für uns Menschen, situationsunabhängig dieses Leben zu gestalten. Man könnte diesen Satz auch so auslegen: Weil ihr auch in harten Zeiten mit mir in Beziehung steht, wisst ihr aus Erfahrung,
dass ich immer bei euch bin, euch noch so gerne helfe und durch die Herausforderungen des täglich anspruchsvollen Lebens mit euch gehe. Deshalb sind Jesus-Nachfolger keine Überflieger, wie manche meinen. Sie wissen sehr wohl, dass harte Zeiten zum Leben gehören und dass es aber einen sehr großen Unterschied macht, ob ich als Mensch auf mich alleine gestellt bin oder ob ich Jesus nachfolge und mit ihm mein Leben gestalte. Lass mich eine noch provokativere Aussage aus dem Neuen Testament machen, diesmal von Paulus. Der sagt uns, sage und schreibe, in Römer 5, im dritten Vers, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Daraus können wir zwei Learnings ableiten. Das eine, macht euch keine Sorgen. Und das andere, freut euch in Nöten. Ich kann nicht sagen, dass ich das zweite gut beherrsche. Es fordert mich heraus. Es sind krasse Aussagen, aber sie gelten nur dann, wenn ein Mensch in Beziehung mit Jesus Christus steht und sein Leben in allen Bereichen mit Christus zusammen gestaltet. Erst dann kann man solche verrückten Aussagen machen oder ihnen folgen. Und Jesus sagt, ein Vers vor dem vorher zitierten, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Der Kontext dieser Aussage ist Reichtum, manche Menschen setzen auf Reichtum und Sorgen. Viele Menschen machen sich Sorgen. Falls das bei dir der Fall ist und du merkst, ich bin in Geiselhaft von Existenzangst, dann höre auf die Stimme von Jesus. Lade ihn ein, dir bei deinen Finanzen zu helfen. Denn bei seiner Aussage, mach dir keine Sorgen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, da geht es Jesus auch um die Finanzen. Ein Learning-Tipp ist, in Sorgen ihm zu sagen, Jesus, ich gebe dir meine Angst und ich bitte dich, führe mich durch mein Leben auch in Finanzen. Ein weiterer Aspekt. Ich glaube nicht, dass Gott Corona erfunden hat, um uns Menschen wachzurütteln. Ich glaube aber sehr wohl, dass Gott während Corona zu uns Menschen spricht. Mitten in diese Pandemie hinein. Gott hat den Menschen, hat dich, hat mich so sehr lieb, dass er schon lange den Retter für uns gegeben hat. Und damals rief der Petrus in diese Stadt Jerusalem hinein, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Eine Botschaft, die heute wieder in die Stadt gehört, in unser Land und auf unsere Kontinente. Ein Beispiel. Am 8. Dezember gab es im Parlament ein Gebetstreffen.
unter dem Thema Hoffnung in der Krise. Dort berichteten viele Würdenträger von verschiedenen Kirchen und Freikirchen über das Evangelium, was sie empfinden für diese Zeit in der Krise. Unter anderem sagte Georg Meyer Mellenhof, erzählte er, wie er zu einem lebendigen Glauben zu Jesus Christus gefunden hat. Ich hing ihm an den Lippen. Und dann sagte er, kaum habe ich selber gemerkt, wie Christus mich verändert, habe ich eine kleine Gebetsgruppe gestartet. Und aus dieser kleinen Gebetsgruppe ist mittlerweile eine Gebetsbewegung geworden, die Tausende von Jugendlichen zu Christus geführt haben. Und Georg Meyer-Mellenhof sagte zu uns, den Zusehern von dieser Online-Veranstaltung, gib Gott in deinem Leben eine Chance zu wirken. Das möchte ich uns sagen. Gib Gott in deinem Leben 2021 eine Chance. Ich will es auch tun. Ich habe mir es vorgenommen. Indem du das Reich Gottes in deinem Leben zuerst priorisierst. Du begegnest täglich, wie ich, mehreren Menschen. Gib Gott die Chance, wenigstens dem einen oder anderen davon ein Wort der Ermutigung zu sein. Jeden Tag. Lass mich ein anderes, ganz verrücktes Beispiel noch erzählen, das ich vor 2 Tagen gehört habe. Ein Freund von mir, der ist in der Baubranche tätig, ging zu einem Geschäftstreffen und begegnet dort einer Baumeisterin. Und während den Gesprächen, und es ging um Unterschriften, empfand er eine Schwere im Raum und über dieser Baumeisterin, die um einiges älter war als er. Dann empfand er von Gott, sie zu fragen, darf ich sie umarmen? Sie schaut ihn an und sagt, ja. Dann ging er hin, umarmte diese Frau. Dann sagte er ihr, Gott liebt sie. Gott hat einen Plan für ihr Leben. Dann bricht diese Frau in Tränen aus und sagt zu ihm, sie wissen gar nicht, was das jetzt für mich alles bedeutet. Denn ich war drauf und dran, habe in den letzten Wochen den Ausstieg aus dem Leben vorbereitet. Jetzt kommen Sie und sagen mir so etwas. Ich ermutige uns, dass wir in diesem Jahr vor uns Gott eine Chance geben, durch uns zu wirken. Ich ermutige uns, die Story von Jesus, die Bibel, zu propagieren, Menschen zu sagen, hey, kauf dir dieses Buch und lies zuerst die Evangelien, die Story von Jesu. Denn in der Apostelgeschichte 4,12 heißt es, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, außer Jesus. Diese Botschaft gehört in diese Welt, auch durch uns Christen, durch dich Christen. Ich ermutige dich und mich auch, die persönliche Story zu erzählen, so wie Meyer-Mellenhof, Georg. Diese Kurzgeschichte, man braucht nicht eine Stunde darüber reden. Ich kann sie konzentrieren auf 3 Minuten. Erzähl deine Kurzgeschichte. Und heute in der Früh ist mir Dietrich Bonhoeffer in den Sinn gekommen. Der Mann ist in einer noch schwierigeren Zeit gewesen, wo er sich fragte am Schluss,
vom Krieg 1945, soll ich abhauen nach Amerika oder soll ich hier bleiben? Und er ist geblieben. Und in einer seiner schwersten Stunden hat er es geschafft, ein Lied, ein Gedicht zu schreiben mit den Worten: von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Dieses Gedicht ist zum Lied geworden und hat Hunderttausende, Millionen von Menschen angesprochen. Wie viel wichtiger ist es, dass du und ich jetzt in diesem Jahr, das vor uns liegt, Träger dieser Hoffnung sind. Und nochmal, um Georg Meyer-Mellenhofs Worte zu nutzen zum Schluss. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Und ich möchte gerne fürs Gelingen jetzt ein kurzes Gebet zum Schluss sprechen. Lieber Jesus, du bist nicht überrascht von dem, was hier geschieht. Aber du bist hochaktiv an den einzelnen Menschen. Und du willst auch uns Christen, deine Christen, wach rütteln und sagen: meine lieben Kinder, gebt mir die Chance, durch euch das Evangelium in die Welt zu tragen. Aber ich segne auch Menschen, die jetzt zuhören und in Ängsten stecken. Oder vielleicht bist du hier und dich hat eine besondere Passage dieser kurzen Predigt sehr ins Herz getroffen. Ich möchte dir zusagen, Jesus sieht dich. Er liebt dich. Er ist dein Retter. Gib ihm deine Hand. Er streckt seine schon dir entgegen. Gott segne uns. Amen.